Stein von der IBM auf der IBM Business Connect in Berlin. Hier wird ja heute auch sehr viel über das Thema Web Experience Management gesprochen. Was ist denn Ihre Begründung dahinter, die diesen Hype um das Thema ein bisschen unterstreichen könnte? Also beim Thema Web Experience Management geht es aus IBM-Sicht darum, eine Web Experience zu schaffen, die die Endkunden motiviert, die Webseite eines Unternehmens, und dabei ist es egal, über welche Kanäle die Kunden kommen, so attraktiv zu gestalten, dass Kunden nicht nur einmal kommen, sondern wiederkommen. Das heißt, es müssen Lösungen und Innovationen angeboten werden, die Feedback von Kunden ermöglichen, die Diskussion, den Community-Gedanken ermöglichen und die den Kunden im Prinzip als Teil des Unternehmens werden lassen und ihn im Prinzip emotional an das Unternehmen binden. Also die Interaktion steht mehr im Vordergrund als der Content? Interaktion würde ich in den Vordergrund stellen, tatsächlich. Content ist natürlich eine ganz wichtige Basiskomponente dabei. Ohne Content ist der Webauftritt wertlos, aber die Interaktion ist aus unserer Sicht das, was den Webauftritt innovativ macht, und Interaktion ist auch das, was Kunden entscheiden lässt, wo er sich einbringt. Wie schaffe ich denn, oder was ist die Herausforderung so eines Interaktionsansatzes, so eines erlebnisorientierten Ansatzes? Was muss ich dafür schaffen? Also aus unserer Sicht muss ich als Unternehmen den Kunden erstmal verstehen. Verstehen kann ich Kunden, indem ich analysiere und verstehe, wer ist der Kunde, welche Motivation hat er, auf meine Webseite zu kommen und vor allen Dingen, was will er, welche Lösungen sucht er. Und die Interaktion schaffe ich natürlich nur, indem ich in Kommunikation trete, über Foren, über Communities, über die Möglichkeit, dem Kunden auch Feedbackmöglichkeiten zu geben. Das ist im Prinzip der Trick, wie Interaktion geschaffen werden kann. Also es geht weit über das klassische technische Konzept hinaus? Das geht viel, viel weiter darüber hinaus. Wie ich eben schon sagte, das Thema Emotionen schaffen, eine emotionale Bindung an das Unternehmen über eine innovative Webpräsenz. Und dabei spielt es wirklich gar keine Rolle, über welches Device, über welchen Kanal der Kunde die Webseite besucht. Prima, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.